Tja, lieber Anthony, ich habe gerade dein Video hier parallel laufen lassen als Hörspiel. Und Hörspiel ist gut, das ist kein Spiel, das ist toter Ernst. Respekt für das, was du geleistet hast, Respekt für das, was du ausgehalten hast und Respekt für alles, was du auf dich genommen hast. Ich weiß, wie viele Kilometer du abgerissen hast, was das an Geld gekostet hat, Übernachtungen hier und so weiter. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du hast es gemacht, und zwar für uns Landwirte, für deinen Berufsstand, für deine Familie, für unsere Familien, für alle, die von der Landwirtschaft abhängig sind, ob es die Zulieferer sind oder wer auch immer. Für die hast du gekämpft und kämpfst auch weiter, und ich kann nur sagen, Respekt. Ich habe immer gesagt, wer mich kennt, ich gehe in keinen Verein, außer in Kapellenverein Walpotsheim. Ich bin auch nicht im LSV, ich bin auch nicht bei den Freien Wählern, weil ich genau weiß, wie es läuft im Normalfall. Und dafür bin ich zu viel Freidenker. Hoffentlich ist das nicht wieder irgendein belastender Begriff. Also ich denke zu viel frei und sehe mich auch nicht nur in einer Partei. Ich finde auch Sachen von den Grünen gut und von der SPD auch. Und ich sehe mich nie irgendwo in irgendwas reingezwängt, wo ich dann sage, ja, hurra, das ist alles toll, was ihr macht. Deshalb, nee, ich bin immer freier Mitarbeiter, sage ich, gewesen von LSV auch weiterhin. Natürlich teile ich die Meinung, aber ich könnte es niemals ertragen, wenn jemand mir sagt, nee, du musst mit deinen Videos aufpassen, darfst das nicht sagen und jenes nicht sagen. Nein, das lasse ich mir nicht sagen, weil ich das hier ja nur nebenbei mache. Ich mache landwirtschaftliche Videos, ich mache kritische Videos, und ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Solange ich mich im rechtlichen Rahmen bewege, lasse ich mir den Mund nicht verbieten. Und da schätze ich dich, lieber Anthony und Christian, genauso ein, und da gibt es noch einige mehr, dass wir unsere Kanäle so erfolgreich führen, weil wir einfach das sagen, was wir denken, wie wir es für richtig erachten, und anscheinend viele Leute hinter uns stehen, die es genauso sehen. Und das ist der Erfolg. Und ich glaube, dass dir keiner annähernd nur das Wasser reichen kann, lieber Anthony. Die Reichweite, die du innerhalb kurzer Zeit generiert hast, mit deiner Art und Weise, manche nennen es populistisch, ich sage, es ist einfach gesagt, wie es ist. Und kommt immer darauf an, wer das sagt und wer was gegen dich hat oder wie auch immer, oder der was Böses möchte, der nennt es dann eben anders. Aber man kann es ja nennen, wie man will. Es gibt klare Definitionen, und wenn du ein Problem benennst und machst es auf deine Art und Weise, dann ist es eben deine Art, das Problem zu benennen. So einfach ist das. Ich mache es auf meine Weise. Ich bin da vielleicht ein bisschen softer, und Christian ist da ein bisschen noch prägnanter und mit mehr wissenschaftlichem Background auch dahinter. So ist jeder Jack anders. Das sagt man hier so in Kölle. Und deshalb, lieber Anthony, vielen, vielen Dank, was du bis jetzt gerissen hast. Und ich finde es, also ich persönlich finde es gut, dass du dich unabhängig machst und dass du weiter deinen Weg gehst. Du kannst nämlich jetzt viel besser gehen, deinen Weg. Da sind jetzt keine Schranken mehr am Weg. Da sind keine Verengungen, Verkehrsberuhigungen auf deinem Weg oder irgendwelche wechselnden Fahrbeläge und so weiter. Nein, du gehst den Weg so, wie du das möchtest, und den Weg, den du möchtest. Und das ist einfach das Allerbeste, was passieren kann. Und das ist meine Meinung. Auch du kannst hier nicht alles sagen. Finde mal eine Idee der AfD toll und du wirst gesteinigt. Nein, auch von der AfD finde ich Sachen gut. Aber es gibt einen Grundsatz, den ich nicht gut finde bei der AfD. Und deshalb ist das für mich eben keine Wahl. Aber das soll jeder für sich entscheiden. Ist eine demokratische Partei, ist zugelassen. Von daher ist mir das völlig Pumpe, wer was wählt. Und ich sage es nach wie vor: Das, was die Grünen und was die Ampel gerade betreibt, das sind diejenigen, die die Wählerstimmen zur AfD treiben, und das jetzt noch viel mehr, weil einfach Probleme nicht angepackt werden, und da ist der Anthony kein Typ für, da ist der Christian kein Typ für und ich auch nicht. Wenn wir Probleme haben, müssen wir die sofort lösen und nicht warten und abwarten und dann wieder debattieren und wieder irgendwen fragen. Nein, wir müssen Probleme sofort an Ort und Stelle lösen, die wir haben tagtäglich, und wir kennen es nicht anders. Und das wirft man uns aber vor, weil wir einfach mit einem Tempo gehen wollen, so wie es nötig ist und nicht, wie es vorgemacht wird von der Regierung zum Beispiel.
Hochwasserschutz und so weiter. Schaut euch doch mal an, was bis jetzt passiert ist. Was ist denn bis jetzt passiert im Ahrtal, dass, wenn es morgen wieder so regnet, das nicht wieder passiert? Okay, Bäume werden jetzt anscheinend weggeräumt, man darf auf einmal kein Brennholz mehr stapeln. Aber man hinterfragt nicht, wer denn dafür verantwortlich war, dass die Bäume da liegen bleiben mussten. Im Flussbettbereich, in der Nähe vom Flussbett, fragt keiner nach. Für mich war das Ahrtal eigentlich gegessen, als die Diskussion entbrannte, ob wir ein 200-Liter-Fass, ein leckendes 200-Liter-Fass mit Öl wegräumen dürfen oder nicht. Da war für mich klar, Markus, du bist jetzt hier falsch am Platz. Wenn man darüber überhaupt eine Diskussion führen muss, dann bin ich hier raus, und das war ich dann auch relativ schnell. Das bin ich, das ist ein Anthony Lee, das sind alle Landwirte, das sind alle Unternehmer. Die müssen ihr Unternehmen führen, indem sie Probleme von morgens bis abends lösen und sehen und auch wahrnehmen und vor allem Lösungsmöglichkeiten haben. Wenn du als Unternehmer keine Lösungsmöglichkeiten hast für deine Probleme, dann wird es richtig teuer und dann bist du ganz schnell weg vom Fenster. Und das ist leider der Vergleich, den wir als Unternehmer alle ziehen mit der aktuellen Bundesregierung. Kein einziges Problem wird an der Wurzel gepackt und wird einfach mal gelöst, obwohl es so einfach wäre. Es wird immer nur verschoben, es wird Dreck drüber geschoben, damit das Problem, nehmt mal lieber andere Probleme und packt die nach oben, hört euch mal die Nachrichten an, über was berichtet wird. Aber zum Beispiel über den, der von der Abiturfeier kam, was wird denn darüber berichtet? Ich höre jeden Morgen, wenn ich auf der Biogasanlage bin, Radio. Und was ich da höre und nicht höre, das graust mich wirklich mittlerweile an. Und ich finde es einfach schlimm. Wir sind Unternehmer, wir haben hier die BRD als großes Unternehmen und da müssen die Probleme angepackt und gelöst werden. So einfach ist das. So, also, Anthony, ich wünsche dir alles Gute. Ich finde den Schritt gut und richtig und wichtig, dass du frei agieren kannst, ohne irgendwen, der dich einschränken möchte, und dass du weiterhin für uns deine Stimme erhebst, weil dir hören die Leute zu. Ich bin mir auch sicher, wenn du bei den Freien Wählern für die Europawahl auf Platz 1 gewesen wärst, wäre die Wahl ganz anders ausgefallen. Das ist meine persönliche Meinung, weil du die Leute ziehst, du hast die Reichweite. Und wenn du eine eigene Partei gründen würdest wie eine Sarah Wagenknecht, bin ich mir sicher, dann fällst du vielleicht auch nicht unter Sonstige. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung und meine persönliche Einschätzung. Deshalb, lieber Anthony, vielen Dank nochmal für alles das, was du geleistet hast. Lass dich nicht verbiegen, das tust du sowieso nicht. Ich habe dir auch schon ein paar Mal Sachen gesagt und du gehst deinen Weg. Ist richtig so, man muss nicht immer in allem übereinstimmen, aber man muss dann respektvoll immer noch miteinander darüber reden können. Das können wir, wir diskutieren oft und ich finde es einfach super. Deshalb alles Gute für die Zukunft. Macht's gut, bis dann. Ciao.